Es gibt ein Phänomen in vielen Unternehmen, was ich Business-Theater nenne, was immer dann entsteht, wenn Unternehmen nicht für ihren Kunden arbeiten, sondern für den Erhalt der eigenen Struktur. Und das äußert sich dann in Meetings, in Mitarbeitergesprächen, in Audits, in Budgetrunden und ist, glaube ich, schon fast eine tiefgehende Krankheit, die sich ausgebreitet hat, die aus dem Industriezeitalter kommt, aber so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Und auf die sehr negativen Folgen möchte ich hinweisen und Auswege daraus vorstellen. Wir müssen uns wieder auf den eigentlichen Grund von Unternehmensexistenz zurückbesehen, und das ist echte Zusammenarbeit. Also Unternehmen sind gegründet worden, um Werte für die Kunden zu schaffen. Und die Organisation sollte immer und ausschließlich diesem Zweck dienen. Und wir haben aber mit der Zeit verlernt, mit größer werdenden Unternehmen diesem eigentlichen Zweck noch zuzuhören, sondern haben aus eigenen, meistens auch moralischen Vorstellungen heraus Strukturen aufgebaut, die früher auch mal sehr effizient waren, aber heute dieser Wertschöpfung zum Kunden mehr im Wege stehen. Kurz und knapp gesagt, wir halten die Menschen von der Arbeit ab. Das müssen wir aber nicht beibehalten. Wir können also viele dieser Praktiken, die wir uns eingehandelt haben, schlicht wieder abschaffen und Strukturen bauen, in denen echte Zusammenarbeit für Kunden möglich wird. Ich habe mich eines Bonmots von Reinhard Springer bedient, der mal sagte, Arbeit ist immer Arbeit für andere und sonst ist es Beschäftigung. Das ist natürlich eine sehr verkürzte Darstellung von Arbeit und Wertschöpfung, aber so schön greifbar, dass man damit, glaube ich, schnell denken und arbeiten kann. Und alles, was eben nicht Arbeit ist, also für andere, ist nur bloße Beschäftigung. Und so ist vieles, was in Unternehmen getan wird, nur Beschäftigung. Es sieht aber wie Arbeit aus. Und genau diesen Beobachtungsfehler zu vermeiden, dafür möchte ich mich einsetzen. Eines meiner Lieblingsbeispiele für Theateraufführungen sind Mitarbeitergespräche, die erstmal in sehr positivem Gewande daherkommen, nämlich man spricht miteinander, aber in ganz, ganz vielen Unternehmen in den letzten Jahrzehnten zu einer reinen Farce verkommen sind. 10 Minuten vor dem Mitarbeitergespräch sitzt Chef und Mitarbeiter womöglich noch beisammen am Tisch und diskutieren über echte Probleme, also kundenbezogene Probleme, und diskutieren und feilschen und überlegen. Und dann 20 Minuten später sitzen sie im formalen Mitarbeitergespräch. Nicht mehr nebeneinander, plötzlich gegenüber. Meistens auch nicht mehr zu zweit, sondern plötzlich zu dritt. HR sitzt noch dabei. Eigentlich sogar zu viert, denn eine Checkliste liegt auch noch auf dem Tisch. Und diese Checkliste führt einen so quasi artifiziell durch ein Gespräch. Und so stellt man Fragen, die man als echter Mensch nie fragen würde. Und das Gespräch verkommt zu einem Androidendialog. Und die Mitarbeiter und die Chefs sehen sich auf einmal gefangen in einer Praktik, die man tut, in diesem Falle, weil sie HR so tun möchte. So. Aber der Bezug zum Kunden ist nicht mehr da. Und in dieser Praktik steckt auch noch eine riesen Entmündigung drin, nämlich ja quasi der implizite Vorwurf, ohne eine solche Checkliste kann der Chef überhaupt gar kein vernünftiges Gespräch führen. Und das Lustige, naja, eigentlich eher das Traurige dabei ist, dass er dann plötzlich aber dieser Checkliste Genüge tun möchte, quasi seine Erwartungen auch erfüllen möchte, er möchte ja ein guter Chef sein, und dann diese Checkliste abarbeitet. Und dann kommt aber eben nur noch Unsinn bei raus, was Chef wie Mitarbeiter mehr frustriert, als dass es Nutzen für Kunden bringt. Es gibt viele Alternativen, wie man so ein Problem lösen könnte. Beispielsweise könnte man eine Freiwilligkeitsregel einführen. Also es gibt Themen, über die wird gesprochen, die könnte man zum Beispiel auf eine Liste schreiben, und dann wird gesagt, wer kommt, der kommt. Man darf kommen, wenn man möchte. Wenn man etwas beizutragen hat oder etwas lernt, darf man dahin kommen. Das Gesprächsverhalten ändert sich radikal. Wenn dann zudem auch noch beschlossen wird, lasst uns Entscheidungen aus Meetings raushalten, werden Meetings radikal kürzer. Plötzlich ist man nicht mehr versucht, einen anderen von seiner Meinung zu überzeugen, sondern man führt nur noch Informationsaustausch statt. Weil die Entscheidung, das hat man vielleicht vorher schon bestimmt, liegt bei einem alleine. So. Also es gibt schon Möglichkeiten, Meetings an sich zu verbessern. Die Frage bleibt ja immer, wozu braucht es diesen formalen Akt überhaupt? Was würde wohl passieren, wenn man das Jour fix weglassen würde?
Wir dürfen nicht glauben, dass dann plötzlich die Menschen nicht mehr miteinander sprechen würden. Vielleicht würde eine viel intensivere Ad-hoc-Kommunikation stattfinden, dann, wenn das Problem gerade da ist. Man wartet nicht, bis Montag ist mit der Diskussion, sondern man macht sofort am Mittwoch. Also ich glaube, es würde sogar Unternehmen radikal beschleunigen. Im kleinen Team ist das einfach, in großen Teams braucht es dann auch strukturelle Veränderungen dafür.